der Stadt. Wenn man sich von Norden nähert, ist der große Gasometer, den Sie jetzt noch in seiner ganzen Größe bewundern können. In etwa 20 Minuten wird dieser Gasometer nicht mehr die Skyline von Hattingen bestimmen. Meine Damen und Herren, ich darf Sie zu dieser sicherlich historischen Stunde recht herzlich hier auf der Windsparker Seite der Ruhr begrüßen. Am Donnerstag, den 27. Mai 1993, wurde um die Mittagszeit in der Halle, die Sie dort hinten hinter dem Gasometer sehen, zum letzten Mal in Hattingen Stahl gekocht. Damit endete eine Ära, die bis heute das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben unserer Stadt prägt. Doch nicht nur Leben ist von der schnellen Vergangenheit Hattings überformt, sondern auch das äußere Erscheinungsbild der Stadt trägt überall noch die Zeichen der Hendrikshütte. 138 Jahre dauerte die Stahlära in Hattingen. 1987 kämpfte ganz Hattingen gegen die Stilllegung der Hendrikshütte. Zwar konnte dieses Ziel des Kampfes nicht erreicht werden, doch trug der engagierte Kampf um die Arbeitsplätze entscheidend dazu bei, dass Hattingen nicht zum Armenhaus der Nation degradiert wurde und nicht mit leeren Händen in die Zukunft gehen musste. Wir sehen auf der gegenüberliegenden Seite der Ruhr den Gewerbe- und Landschaftspark Hendrikshütte entstehen. Ein Projekt, wie es auf dem Kontinent wohl einmalig ist. Sowohl was die anspruchsvolle Gestaltung als auch das starke finanzielle Engagement von Land, Bund und Europäischer Union angeht. Im Zusammenhang mit diesen tiefgreifenden Änderungen im wirtschaftlichen und sozialen Gefüge unserer Stadt ist auch die Sprengung des Gasometers zu sehen. Es wird viele Hattinger Mitbürgerinnen und Bürger geben, die die Sprengung mit Wehmut und Trauer verfolgen oder gar die Augen verschließen wollen vor dieser erneuten Sichtbarwerdung von Veränderung. Andererseits werden viele Hattinger ihre Wehmut aber auch mit einem Stück Hoffnung verbinden und mit Befriedigung zur Kenntnis nehmen, dass die Änderungen, die uns die Zukunft gewinnen lassen, nicht nur auf dem Papier, sondern auch tatsächlich stattfinden. Meine Damen und Herren, liebe Hattingerinnen und Hattinger, lassen Sie uns die heutige Gasometersprengung als Symbol verstehen, als Symbol dafür, dass das Alte weichen muss, dass das nicht mehr Benötigte den Wert verliert, wenn es gilt, neue Schritte zu tun, die Zukunft, die uns in die Zukunft erschließen werden. Lassen Sie uns die Sprengung des Gasometers der Hendrikshütte nachdenklich begehren. Und lassen Sie uns alle daran arbeiten, dass ein solcher Kampf, wie er 1987 von allen Hattingerinnen und Hattinger geführt wurde, nie wieder nötig sein wird. Ich darf recht herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit und möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass heute das Baudezernat der Stadt Hattingen, was im Sozialgebäude der Hendrikshütte neben dem großen Verwaltungsgebäude neu untergebracht ist, dass dort ein Tag der offenen Tür stattfindet. Ich darf Sie auch dazu recht herzlich einladen. Dankeschön. Was? Schau mal hinter dir. Ein kleiner Bitch, versuch mal näher ranzugehen. Das ist 102 und
noch nicht los. So, leider auch das. Funktioniert.